Servus Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild zum Grog-Samen sammeln. Ja, jetzt ist gleich Finale-Time. Wir haben jetzt hier noch ein paar Sachen einzusammeln, werden in diesem Part auch alle einsammeln wieder. Dann habe ich ja gesagt, es gibt glaube ich noch 23 beim Schloss, ja genau, und dann müssen mir aber immer noch welche, fehlen aber immer noch welche und die werde ich dann markieren. Also ich werde die im Schloss markieren bis zum nächsten Part und die fehlenden 36 Stück habe ich glaube gesagt mal oder sowas. Und ich bin jetzt auch hier oben, also da wo ich immer gehasst habe hochzulaufen. So. Das machen wir schnell und dann ist erledigt. Und? Habt ihr gewonnen? Hey, was gewonnen? Was rede ich denn überhaupt? Ja, den Erweiterungspass. Welchen Erweiterungspass? Ja, Super Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wenn ihr genau so gerade reagiert, dann habt ihr das Video noch nicht gesehen. Dann schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Ganz, ganz dringend. Denn da läuft momentan ein Gewinnspiel für alle Abonnenten meines Kanals. Das bedeutet, ihr könnt einen Erweiterungspass für The Legend of Zelda Breath of the Wild auf meinem Kanal gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich komplett simpel. Ihr müsst halt Abonnent auf meinem Kanal sein, also Mixed Gaming, auf dem auch dieses Video gerade läuft. Und ihr müsst unter dem Gewinnspielbeitrag, beziehungsweise unter dem Gewinnspielvideo, drunter kommentieren, für welche Plattform ihr es haben möchtet. Entweder Nintendo Switch oder eben Wii U. Das ist eigentlich schon alles, was ihr machen müsst. Das Gewinnspiel geht bis zum 28. Juni 2017 bis 20 Uhr. Die ganzen Informationen bekommt ihr aber auch nochmal im Gewinnspielvideo. Also wer das sich anschaut, der weiß dann auch nochmal Bescheid. Jo, ganz, ganz wichtig, was ich beim Gewinnspielvideo nicht erwähnt habe, ihr müsst eure Abos offenlegen, damit ich auch sehe, wer mich abonniert hat. Also wenn eure Abos privat sind, dann sehe ich nicht, dass ihr mich abonniert habt. Und dann zählt es halt leider nicht. So. So viel dazu. Also wer gewinnen möchte, der kann gerne am Gewinnspiel teilnehmen. Das ist einfach eine kleine... Ja, ein kleines Dankeschön dafür, dass ihr mich so extrem stark unterstützt. Gerade die ganzen Tipps und Tricks-Videos, die wurden massig geklickt. Da bin ich förmlich ausgeflippt vor Freude, weil es wirklich, wirklich gut läuft. Und auch die Let's Plays, gerade die Krogsamen, da kommen gerade echt einige und möchten zusehen. Und das freut mich wirklich sehr. Deswegen, ja, danke schön dafür. So, hier gibt es irgendwo eine Blume, die habe ich übersehen und die liegt da unten. Schon der erste Topf und ich habe das da vorne immer gesucht. Und das war's eigentlich schon. So, dann geht's eigentlich gleich da runter. Das würde ich sagen, da laufen wir. Ist ja doch ziemlich in der Nähe. Oh, die jagen ein Wildschwein. Wir kommen es aber nicht. Muss ich gerade nur schauen. Ja, da drüben. Ja, auf jeden Fall, falls jemand es noch nicht gemacht hat, am Gewinnspiel teilnehmen. Los, sofort, jetzt. Nein, Spaß. Je nachdem, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr den Erweiterungspass schon habt. Viele haben sich den natürlich auch schon gekauft. Aber ich dachte mir so, jetzt so eine Woche vorm Let's Play Start und eine Woche bevor man, ja, und einfach nur nochmal so als Dankeschön, so, ja, dachte mir so, komm. Da tust du dann zuschauen und mal was Gutes. Eigentlich wollte ich ja echt ein Gewinnspiel machen ab 500 Abonnenten. Aber dann dachte ich mir so, komm schon, das ist jetzt perfekt. Das Let's Play startet bald und, da ich es ja aus meiner eigenen Kasse bezahle, ist es auch nicht so extrem teuer. Und es ist sehr beliebt. Also die Leute mögen es. Es gefällt den Leuten. Es ist was Gescheites zu gewinnen. Und nicht nur irgendwie so ein, ja, was weiß ich, irgendein 0815 Spiel oder so. Ihr wisst, was ich meine. Und auch wenn ihr den Pass bereits gewonnen habt, könnt ihr, beziehungsweise nicht gewonnen habt, wenn ihr den schon habt, dann könnt ihr ja trotzdem mitmachen.
muss ganz ehrlich sagen, ich ist zwar nicht der Sinn davon, aber notfalls könntet ihr ihn ja auch verkaufen oder was auch immer. Ich bekomme da dann sozusagen den Key zugeschickt. Deswegen, ihr könnt damit machen, dann was ihr wollt. Und es wird auch ein Videobeweis geben, dass es wirklich hier alles mit rechten Dingen zuläuft, zugeht, abläuft. Und damit später keiner sagen kann, du hast gar nicht verlost oder sowas. Nein, ich werde direkt einen Videobeweis machen und es wird auch ein Videobeweis hochgeladen, damit wirklich keine Komplikation oder Missverstände gibt. Nur eben können halt nur Menschen mitmachen, die Abonnent am 28.06. um 20 Uhr Abonnent meines Kanals sind. So, ach ja, ich habe in der Zwischenzeit natürlich Pfeile gekauft. So, haben wir den auch. Ach ja, und der schon bemerkt hat, ich habe ja die, habe das schon bereits angekündigt auf Facebook und Twitty, dass Mario Kart 8 Deluxe Online ab sofort nur noch jeden dritten Tag kommt, liegt einfach an dem Grund, weil Legend of Zelda kommt jetzt, ein neues Projekt, welches noch nicht angekündigt ist, kommt jetzt, Prey läuft immer noch, das muss ich diese Woche jetzt auch noch aufnehmen und ich habe einfach keine Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach gar keine Zeit. Ich will es Brayfall zu Ende bekommen. Und im Juli kommen dann eh schon wieder neue Projekte. Deswegen, es läuft weiter. Aber es kommt nur noch jeden dritten Tag. Haben wir. Das sieht man sogar, wer, wo die Gegner sind. Keine Ahnung, wie, warum und seit wann. Wir müssen eh da hochklettern. Es wäre sogar möglich, dass hier in der Nähe irgendwo ein Wächter, ach da unten. Ne, halt, das ist der Wächter, der, ja. Das ist nur der Frack wieder mal. Wäre witzig, wenn der uns jetzt anvisiert. Aber es könnte gut sein, dass er uns sogar jetzt anvisiert. Ja, jetzt wird schon verstärkt, weil ich nah an dem Wächter bin. Der nächste Mann ist gleich da drüben. Der läuft da rum. Ich habe nämlich die ganze Zeit rascheln gehört. Ja, den holen wir später dann nochmal. Da gehen wir nochmal zurück am Turm und holen ihn. Jetzt laufen wir einfach in die Richtung weiter.
Geh mal von diesem Baum hier aus. Ist der höchste von allen und... Man kann da echt nicht drauf schlagen. Ich dachte, vielleicht geht es, aber nö. Yay. So, der nächste ist da drüben. Ich weiß aber zu 100%, dass es da drüben noch einen Wächter gibt. Der läuft aber irgendwo auf der anderen Seite rum. Ja, da drüben. Ich hab ihn. Da drüben ist noch mehr einer. Cool, gell? Und das einfach so beim Vorbeirennen. Oh, er will nicht mehr. Ich lasse ihn in Ruhe. Nerviges kleines Biest. Ja, da vor dem Schloss sind auch noch ein paar. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. So funktioniert es einfach. Yes! Am einfachsten. Aber im Sprung, dann brauchen wir nicht wirklich gescheit zielen, sondern dann schießt man halt einfach. Ach, das Schwert leuchtet so geil. So, angeblich irgendwo da oben oder so. Oder? Ja. Boah, das wäre ein richtig geiler Treffer gewesen. Ich treff nichts mehr. Jetzt habe ich's. Hat auch ein bisschen länger gedauert als erwartet. So. So, der nächste ist irgendwo da drüben.
Ah. Kein Wächter oder? Yay. So ganz direkt standen wir hier ja noch nie. So direkt vorm Schloss sozusagen. Machen wir mal Weg frei hier. Du auch. So. Hier auch absolut nicht schwer. Da drüben laufen sie immer wieder überall. Nö. Geh weg. Ich kann auf diese Schattendinger, auf diese Skelette kann ich echt kotzen. Die kann ich echt nicht gebrauchen. Kaputt. Schütze mal einmal hier hoch. Sieht schon mal gut aus. So. Wie gesagt, meine richtigen Bewegungen sind diese Wächter in Kinderspielen. So, jetzt lassen wir das Ganze darüber teleportieren. Und dann machen wir weiter. Und mit den richtigen Moves, man braucht. Also, ich benutze immer nur antike Pfeile, weil es lohnt sich echt nicht, da drauf zu schlagen. Man bekommt zwar, wenn man die ganzen Füße wegmacht, glaubt, ein paar Schrauben oder sowas mehr, aber come on, ganz ehrlich. Antike Pfeil rein und fertig. Geld kann man sich ja ganz schnell holen, das geht ja über diese ganzen Schuppen. Und ja, also von daher ist es doch ganz einfach, diese Wächter auszuschalten. So, direkt vor uns gibt es auch schon einen. Ich habe da echt keinen Nerv dazu.
echt überall Gegner, die einfach nur nerven. Vor allem diese blöden... Diese blöden Gegner. Mir ist ja gerade aufgefallen, jetzt wird es ein bisschen viel, deswegen, bevor ich getroffen werde, verkrieche ich mich in meine starke Rüstung und esse nochmal was. Werde ich gar nicht. Doch, werde ich. Von oben. Das ist aber fein nicht fair. Werde ich so beballert, damit ich gar nicht mehr aufstehen kann. Ah, die gehen ab! Krank, ich kann nicht aufstehen, ich kann nichts drücken. Es geht nicht. Autsch. Nein! So. Alter, die mich nacheinander so beschossen, dass ich immer, wenn ich aufgestanden bin, dass ich dann direkt wieder getroffen wurde. Brutal, aber es hat mir ja so gut wie nichts abgezogen mit der besten Rüstung. Das sind wirklich die besten Werte, deswegen habe ich mich extra umgezogen, weil es dann doch ein bisschen viel wurde, wenn dann alle auf einmal dich anschauen und dich anvisieren. Da war ich dann noch gar nicht mehr, okay, gut, wo soll ich jetzt hin, wo soll ich jetzt hin zielen und so. Es war ein bisschen viel, aber ja, wie gesagt, haben wir hinbekommen, sind ja so gut wie, haben sie ja überlebt, deswegen. Es hätte natürlich jetzt auch ewig weitergehen können, so, und irgendwann wären wir dann halt gestorben. Ich habe ja wirklich nichts machen können, ich hätte nicht mal mein Schild oder sowas rausholen können, also hätte ich auch niemals Daruks Schild oder sowas aktivieren können. Es hätte einfach nicht funktioniert. Aber nicht so wild. Wie gesagt, ich lasse mich auch eher gern mehr treffen, anstelle irgendwie einen blöden antiken Pfeil zu verschwenden. Das sehe ich gar nicht ein. Ruinen von Hyrule Stadt. Ich schätze mal irgendwo da oben. Da will er aber nicht hoch. Das Problem ist, ich muss erstmal schauen, wo das sein soll. Ach, ich tippe mal wieder auf eine Ding, auf eine blöde Blume. Ich tippe mal schwer auf eine Blume. Ach, den haben wir nur noch gar nicht entfernt. Wir sind so dumm. Das war ja dieser Weg darüber. Diese Flugbahn. Den haben wir nämlich schon alles. Aber wir haben hier einen vergessen. Sehe ich einfach gerade so. Ganz zufällig haben wir hier oben noch einen vergessen. Also holen wir dann wenigstens den, wir sind ja dann schon richtig. Ja, da ist er. Und solche haben wir halt über... Alter, was fährst du für ein Auto? Und solche haben wir halt übersehen und die müssen wir halt holen. Was war denn... Ach, hier war das blöde Pferd, gell? Mhm. Stimmt. Okay. Dann müssen wir es eigentlich nur noch kurz vor. Also.
Oh, das steht alles voll. Der decke ich auch noch an. Da brauchen wir gar nicht gucken. Der ist definitiv noch an. Wenn man sich dem nähert, dann geht's los hier. Dann ballert er auf einen ein. Zentralplatz. Ich weiß, es klingt wichtig, hier vorzulaufen. Ist es eigentlich auch. Aber in unserem Fall laufen wir nur vor bis zum ersten Tor. Denn da sind noch ein paar Krogsamen. Schloss Hyrule. Alter, was war denn das für eine Aktion jetzt? Oh Mann, richtig lächerlich. Ja, und ich komme jetzt halt nicht mehr hoch. Boah, Link ist so eine Pfeife. Gerade wenn man es nicht gebrauchen kann. Wie ich immer schon sage. Ich kann es jetzt echt nicht gebrauchen, dass es jetzt regnet. Und jetzt regnet es. Ah, jetzt bleibt er da hängen. Ja, vergiss es. Wir gehen wieder. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Scheiß. Und ich will es auch nicht warten. So. Einen haben wir davon, das ist der obere. Und den da unten können wir auch noch holen. Dein fucking Ernst jetzt. Habe ich jetzt echt gerade keinen Bock drauf. Also lasst mich doch bitte in Ruhe. So, und zwar da unten. Eine Blume. Vergiss es. So, ich mache das von oben nach unten. Revalis Sturm ist bereit. Schön. Das war aber doch das andere.
Hier vorne gibt es dann nochmal ein anderes. Da unten soll irgendwas sein zum draufschießen. Au. So, dann haben wir jetzt doch alle. Ja. Blöde, ich muss den Ort verlassen. Ja, um die komplette Karte zu haben. So, das war auf jeden Fall der erste Burg. Anfang sozusagen, da drüben kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir nämlich diese drei hässlichen Schilder. Davon haben wir aber keine drei. Nächste halte ich da drüben. Das sind, glaube ich, nämlich nur noch so einzelne, die wir einsammeln müssen. Und dann wird nachmarkiert im nächsten Part. 8,25. Uns fehlen noch 75 Stück jetzt genau. Krass. Und davon 23 sind im Schloss, also noch 52. Hey. Und davon sind jetzt wahrscheinlich noch 20 markiert oder so. Ich werde nochmal nachziehen, aber normal müsste es passen. Also von daher, wir haben es noch markiert. 3, 5, 6, 7. Einige noch. Okay, ich habe jetzt keinen Bock genau zu zählen. Kriege ich jetzt eh nicht hin. Da müsste ich viel zu genau zählen. So, das ist da oben beim Schloss. Haben wir auch erst die Hälfte des Parts, deswegen haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Liegt er nicht richtig drin oder wie? So, dann gibt es da hinten einen. Da müssen wir aber von hier hin, weil da unten gibt es nämlich auch noch einen. Das haben wir davon beide an, weil wir können jetzt nicht uns ins Schloss porten lassen. Das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt schon wieder im Schloss sein. Schloss ist dann wirklich jetzt das Finale. Ein Schloss wird eh länger dauern, wenn wir. Ich will das ganze Schloss ja erkunden. Ich will ja nicht durchrennen direkt zum Ganon, sondern ich will es schon erkunden. Aber Schloss werden wir wahrscheinlich eh nach dem DLC machen. Außer der DLC lässt es natürlich nicht zu. Es wäre möglicherweise so, dass wir erst diesen DLC starten können, wenn wir Ganon besiegt haben. Wer weiß. Das könnte natürlich gut sein. Das Spiel sagt einfach so, ja, nee, du bist noch zu schwach. Du musst erst ins Schloss und Ganon besiegen, um diese Kraft zu haben, um dieser Prüfung beizutreten und was auch immer. Das wäre nochmal lächerlich, weil dann müsste man das Spiel ja beenden und dann wäre diese Prüfung ja eigentlich umsonst. Dann hat man ihn ja eigentlich schon besiegt. Aber nun gut, mal gucken. So, da drüben gibt es noch einen. Aber wir gehen jetzt. In die andere Richtung. Juck.
Und zwar in die da. Ach ja, das ist wieder das riesige Schloss. Ich frage mich eh später, wie wir zum Teufel da ganz nach oben kommen sollen. Alter, das gibt's noch nicht. Ich dachte, vielleicht wäre da einer kaputt, deswegen... Habe ich schnell nachgeschaut, aber ich kann da kaputt, dazu bauen wir den auch nicht. Da drüben schon wieder ein Wächter. So, irgendwo hier muss jetzt der Grog sein. Ja, noch ein Stück weiter. Wir werden in diesem Part eine Stunde machen, egal wie viel wir sammeln. Also wir werden jetzt nicht alle sammeln, sondern wir werden, wenn wir bis eine Stunde alle gesammelt haben, dann passt's. Aber wenn wir nicht alle gesammelt haben, dann machen wir das dann anders, weil das Problem ist folgendes, ich bin verdammt müde. Ich muss eigentlich schon lange im Bett sein, weil ich morgen arbeiten muss. Und hier ist verdammt heiß, denn ich habe noch nicht meine Klimaanlage angemacht und ich habe immer noch 26 Grad vom ganzen Tag hier, weil ich bin ja gerade vorher erst gekommen. Deswegen ist es ein bisschen, ja, warm hier drin und ich schwitze hier mehr einen ab. Deswegen, ja, Stunde, egal. Wie es aussieht. So, hier irgendwo soll das sein. Und den können wir es eh noch nicht machen. Der bleibt eh noch bestehen. So, dann machen wir mal hier alle. Hier sind nämlich auch noch ganz schön viele vergessen worden. So. Gleich da drüben ist einer und ich sehe jetzt schon, wo es ist, denn ich habe die falsche Seite damals markiert. Ich habe nämlich die andere Seite von der Brücke markiert, aber eigentlich müssen wir ja hier hin, denn hier ist das hier. So. Dann haben wir da oben einen vergessen. Dann muss ich auch gleich nachschauen, was es da gibt, weil ich glaube, den kenne ich nämlich noch nicht. Ich muss gerade mal gucken, wo sind wir denn überhaupt? Ich glaube da hinten.
Okay. Also wenn es der ist, dann habe ich den das auch schon. Total easy. Habe ich wahrscheinlich dann wieder nur übersehen. Ne, den habe ich. Ach ja, stimmt. Ich habe den ja schon richtig markiert. Da. Nur kurz speichern, das machen wir gleich hier unten. Gibt es da oben noch einen und da unten noch zwei. Dann machen wir doch zuallererst mal den da oben. Der ist nämlich am ziemlich nächsten von den ganzen Schreinen entfernt. Das war dann wo? Ja, eigentlich da hinten oben irgendwo. So, jetzt können wir auch eigentlich mal wieder die Richtung wechseln. Jetzt sind wir nicht mehr so extrem in Gefahr. Aber stell doch mal vor, wir wären jetzt getroffen worden mit dieser Richtung, mit 9er Stärke. Wir wären zerfetzt gewesen. Dann wären wir vielleicht sogar Game Over gegangen. Deswegen war es eine gute Idee, die Richtung schnell noch zu wechseln. Da ich ja dann auch noch total verpeilt habe, dass der andere mich auch noch anvisiert hat, der Fliegende. Und dann schießt. Allerdings echt keine Hobbys. Der kommt gerade wieder ständig. Der ist so nervig. So, da drüben haben wir einen vergessen. Noch weggerannt. Alter, der trifft jetzt nicht mal mehr. Nervig, nervig, nervig. Richtig nervig. Komm, nehmen wir das, der ist nicht so stark. Okay. Gibt es da oben noch einen? Den muss ich mir aber auch erstmal wieder anschauen. Eine Blume. Hier unten. Okay, irgendwo eine Blume mal wieder, der wir folgen sollen. Ist der Klassiker, wenn man es nicht findet. Stimmt, es wird ein bisschen kalt hier. Oh, wo ist denn da jetzt die Öffnung wieder? Ach ne, das ist doch dieser spezielle Weg, gell? Ja, ja, doch, das Wasser doch und so. Oh, Scheiße. Da geht's raus.
So, irgendwo hier sollte eigentlich die Blume sein. Da oben. Alter, wie er sich manchmal echt anstellt. Oder den kompletten Weg runterrutscht, den man eigentlich schon fast geschafft hat. Wo ist sie denn hin? Hä, wo ist die Blume hin? Ach, da drüben, oh Gott. Man hört die nämlich mal so, aber man sieht die dann nicht mehr. So, da haben wir die auch. Da oben haben wir auch noch eins übersehen. Ich bin jetzt gerade nur am gucken, wo. Jetzt bin ich aber gespannt, weil ich bitte. Hä? Okay, ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich habe da was total daneben markiert. Ach nee, habe ich gar nicht. Die gute alte Blume. Solche Sachen muss man halt auch erstmal kommen, dass sich eine Blume versteckt. So. Perfekt, dann haben wir den auch. So, ja, dann werden es immer weniger. Ist doch schön. Das war das mit dem blöden Pferd, das können wir noch nicht machen. Dann gehen wir mal hier rüber. Das haben wir nämlich auch noch einige übersehen. Da unten haben wir einige übersehen. Es könnte natürlich noch viel mehr sein, als wir eigentlich übersehen haben, aber... Wie auch immer. So, der erste ist erstmal hier hinten oben. Ah, jo. Ein Ballon. Müssen wir dann schon mal gar nicht hochklettern. Das haben wir so einen krassen Weitschussbogen. So, das andere. Ein Stein. Das heißt dann wohl, da drüben bleibt uns nichts anderes über, als irgendwie hochzukommen. Ja!
Und zwar am höchsten Punkt der Statue ist der Stein. So, dann haben wir auch das hier. Und dann noch da oben auf dem Berg. Was ist das da? Ein Stein, okay. Ich will es nur jetzt wissen, nicht, dass ich wie immer irgendwo hinlatsche und dann ist da wieder nichts. Ja, genau da hoch. So, wo ist es denn? Natürlich ganz da oben. Wenigstens kann es hier nicht anfangen zu regnen. Hat auch schon mal Vorteile. So, auf dem höchsten Turm schätze ich mal wieder ein Stein. So, und der andere. Ein Rätsel. Schon wieder ein Wächter. So, da unten. So, den haben wir jetzt auch. Dann haben wir nur noch da oben welche. Das sind extrem viele, also kann auch sein, dass wir da schon ein paar übersehen haben. Okay. 8:37. Bald geschafft. 23 müssen übrig bleiben. So, Nummer 1 ist der da. Eine Blume, die an irgendeiner Wand klatscht. Und der da oben. Ein Stein auf einem Stein. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er vielleicht hier oben oder sowas rumhängt. Ja.
Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Müssen wir aber normalerweise mit... Da müssen wir auf jeden Fall schaffen. Ja, da liegt der Stein, wie auch immer ich den übersehen konnte damals. Ich habe keine Ahnung, habe ihn aber übersehen, deswegen ja. Kein Plan, wie das geht. Geht aber anscheinend. So, und der andere ist jetzt... Ja, da unten irgendwo. Schon noch ziemlich weit weg. Ich dachte, der war eigentlich ein bisschen näher, aber nö. Das war, glaube ich, da unten eine Blume, oder was war's? Yes, eine Blume. Ach, hier. Revalis Sturm ist bereit. Irgendwo an dieser Säule müsste die Blume eigentlich sein, also laut dem Bild. Ah, hier. Da ist die Blume. Denn jetzt hin schon wieder? Oh, ich habe wieder mal keine Ahnung. Ach, da oben. Die verschwindet immer so schnell. So, dann haben wir die auch. So, und dann haben wir eigentlich so gut wie gar keine mehr. Da hinten haben wir jetzt noch zwei Stück. Da haben wir eins und da. Und da oben und dort noch eins. Also sind es noch, keine Ahnung, sechs Stück oder sowas. Vielleicht auch sieben. So wie es aussieht, sind sechs. Ja. Was ist eigentlich mit dem da? Ne, halt, das haben wir auch noch vergessen, so wie es aussieht. Auf jeden Fall, die anderen gibt es dann im nächsten Part. Ich markiere dann aber auch gleich nach. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall mal alle. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht das Gewinnspiel. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.